Da sind wir wieder, ein neues Update. Okay, ein Splatfest wird wieder erwartet. Das Thema ist die aufregende Welt der Filme oder die grenzenlose Welt der Bücher. Okay. Als wenn dann Filme. Okay. Ich glaube, das müssen wir uns jetzt nicht geben, ne? Wie die hier so lang rumlabern. Dann heute ist Samstag, heute müsste es noch ein Update geben und zwar über Waffen, ne? Genau. Kelvin 525 heißt die Waffe. Oh je, da wird Arti wieder was zu erzählen haben, ja. Naja. Was wollen wir machen? Können wir nichts machen, ne? Naja. Nicht zur Lobby. Oh, verdammt, Leute. Ich wollte doch gar nicht zur Lobby. Das Blattfest, wann ist das denn? Habe ich gerade eben gar nicht geguckt. Wir müssen sowieso noch den Kelvin kaufen, die Waffe. 9.12. Na gut, das ist nächste Woche. Also ich nehme die Filme, könnt ihr, wenn ihr wollt, auch gerne beitreten. Und eigentlich spiele ich ja immer noch ein bisschen die Waffe, die halt neu raus ist. Ich habe hier die feinste Auswahl an Waffen überhaupt. Schau dich ruhig um. Für dich jetzt im Angebot, Kelvin 525. Der Fokus der Kelvin 525 liegt auf der Angriffskraft. Die Feuerrate ist nicht sehr hoch, doch ihre Durchschlagskraft direkt nach dem Roller Rollen ist erheblich höher als gewöhnlich. Neben der Stärke der Hauptwaffe verdient auch die Tintenmine zum Aussprühen der Gegner Beachtung. Und mit den Tintendüsen als du weiter entfernten Teamkollegen flugs zu Hilfe. Meine Expertenmeinung, ein gut ausbalanciertes Set für Allrounder. Okay. Ach so, geil, das sind Doppler-Waffen. Doppler-Waffen sind ja bei mir eigentlich immer Favorites. Ne? Jedenfalls testen wir die heute mal hier in dem Testmodus. Ich hoffe, das ist jetzt nicht zu schlimm. Sobald ich Zeit habe, kommt sowieso ein Stream hier, Splatoon nochmal. Dann zocken wir das Update, also richtig. Heißt, die Waffen. Die Waffe mit dem Splatfest wahrscheinlich. Also, wann ich halt Zeit habe, ne? Genügend. Soll ja nur ein ganz kurzes Video sein hier. Ganz kurzes Video als Update. Update-Video. Auch gesagt. Naja. Aber ist ganz nice. Oder? Finde ich schon. Also. Ja. Sieht so aus wie so eine Heißklebepistole. Die Waffen. Aber ist echt nice. Naja. Wenn euch das gefallen hat, wie ich euch das vorgestellt habe, leider heute nicht wirklich richtig gespielt. Ja, aber das holen wir auf jeden Fall noch nach. Ich hoffe, das ist nicht so schlimm. Und wir sehen uns beim nächsten Mal, ne? Ich hoffe, ihr habt noch einen schönen Tag. Ciao.